Stelle hier. Ich habe damals mal hier auch geparkt, also die Quest hier gemacht. Habe dann hier geparkt und irgendwie hat sich mein Auto in der Lampe verfranst. In der Lampe. Nicht neben der Lampe, nicht vor oder hinter, sondern in dieser Scheißlampe. Oder ich glaube, das war die Lampe sogar. Wirklich da rein verfranst. Das war total ätzend. Ich glaube, das ist genau das richtige Spiel für Sweetie. Aber das Schlimme ist, das Spiel macht ja auch Spaß. Auch wenn es hier wirklich dieses Quest, also diese Mission abrackern und sowas ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Und da hat draußen niemand gehupt. Finde ich ungeil. Ich glaube, Dying Light wär besser für dich. Das ist noch viel, 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 viel brutaler. Aber das Spiel wird auch niemals in Deutschland freigegeben. Es ist schon ein Wunder, dass das Spiel in Deutschland freigegeben wurde. Nachträglich wohlgemerkt. Aber ich feiere das trotzdem. Und grafisch ist das Spiel jetzt zwar nicht auf dem höchsten Stand, aber es ist auf jeden Fall schön anzusehen. Und das finde ich reicht eigentlich. Vollkommen. Yep, Dying Light ist in Deutschland verboten. Erstmal, weil es übermäßig brutal ist. Zweitens, weil da wohl Kinder in dem Spiel vorkommen, die du töten musst, sollst. Irgendwo nachvollziehbar, dass das Spiel in Deutschland nicht freigegeben ist. Oh! Dying Light ist auf Liste B tatsächlich. Matti, hilf mir mal auf die Sprünge. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt nur bei Filmen war oder ob das auch bei Spielen war. Man kann nur alle 25 Jahre eine Neuprüfung beantragen. Lies dir mal das deutsche Grundgesetzbuch durch. Dann weißt du warum. Ich weiß, bei Filmen ist so alle 25 Jahre kann ein Film neu geprüft werden, um dann von der Liste runterzukommen, also vom Index. Also bei Dead Island war das ja so, das ist ja neu geprüft worden Anfang dieses Jahres und ist dann von der Liste runtergekommen. Allerdings nur die Definitive Edition, also die Version, die ich gerade spiele. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen der anderen ist, ich weiß nur, dass es grafisch ein Unterschied ist. Ich weiß auch nicht, ob das bei Spielen genauso ist. Bei Filmen ist es auf jeden Fall so, da sind Freitag der 13. zum Beispiel oder Nightmare on Elm Street, die sind ja komplett von der Liste runter. Und ich finde es schon schlimm, Kinder, auch wenn es nur ein Videospiel ist, ich finde es schon schlimm, Kinder zu töten. Auch wenn ich ganz gerne mal meine Scherze darüber mache, aber... Ich weiß es nicht. Ich hab's auch nur gelesen, dass da irgendwie was mit Kindern sein soll. Aber das spielt eben einen höheren Gewaltgrad als das hier. Das ist allein schon ein Indizierungsgrund in Deutschland. Ich kann es eben mal so weit nachvollziehen, wenn da wirklich was mit Kindern ist, dass es dann gestrichen wird. Also, das soll sogar so eine Sache sein, die man nicht einfach rausschneiden kann. Ich meine, ich brauche das Grundgesetzbuch nicht mal gelesen zu haben, um überhaupt zu wissen, was Sache ist. Ja, ich hab's auch von der Schule gekriegt, aber... Ich hab's nie gelesen. Ich meine, das ist ein Mensch. Allein menschlicher Verstand sagt einem ja schon, dass das nicht in Ordnung ist. Na gut, jeder sieht das immer anders, ne? Es geht dabei ums Prinzip. Ob es schlimm ist oder nicht, dass man Kinder in Videospielen töten kann oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Es geht einfach ums Prinzip. Weil das eine sehr gewaltverherrlichende Sache ist. Dead Island war ja nur deswegen indiziert, weil die Zombies zu menschenähnlich aussahen. Und weil es eben halt zu brutal ist. So. Warum die es jetzt wieder auf der Liste genommen hat, weiß ich selber nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn das? Wo ist denn die? Ich soll sie suchen. Steven hat sich gebeten, Maggie und die anderen, die James gefolgt sind, zu suchen. Wo waren die nochmal? Ich weiß nicht, wo Maggie ist. Weiß ich gerade echt nicht. Danke, wer von euch auch immer das war. Der Huster hat perfekt gerade gepasst. Zum Moment.